Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema 49-Euro-Ticket retten. Und das Wort für Die Linke hat der Kollege Bernd Frixinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Was bei den Verhandlungen zum 49-Euro-Ticket zwischen Bund und Ländern rausgekommen ist, hat mich wirklich aufgeregt. Das schafft diese Bundesregierung einmal eine gute Maßnahme wie das 9-Euro-Ticket und führt es wenigstens als 49-Euro-Ticket weiter. Und dann ist sie nicht in der Lage, die zusätzliche Finanzierung abzusichern. Was wäre denn dabei, wenn der Verkehrsminister sagen würde, Länder und Kommunen können sich sicher sein, dass der Bund seinen Anteil am 49-Euro-Ticket finanziert? Macht er doch nicht. Sie schaffen jedoch Verunsicherung. Natürlich überlegen sich viele, die auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen wollen, ob sie bereit sind, auch 59 Euro oder gar 69 Euro zu zahlen. Ich befürchte, deutlich weniger würden umsteigen. Das wäre katastrophal. Wir brauchen eine nachhaltige Mobilitätswende, und zwar schnell. Statt Verschlechterungen in Kauf zu nehmen, müsste es verbessert werden, beispielsweise um ein 29-Euro-Ticket für Einkommensarme oder ein kostenfreies Ticket für einkommenslose Gruppen. Dass die SPD nicht mehr darum gekämpft hat, ein deutschlandweites Sozialticket durchzusetzen, ist nicht nur ein kleiner Geburtsfehler. Und würde es nicht eine ganze Generation an den ÖPNV und die Bahn heranführen, würde man einen Nulltarif für Schüler, Azubis und Studierende dazulegen. Die Kosten wären nichts gegen das, was wir bezahlen müssen, wenn wir die Klimaziele nicht realisieren. Und es ist ein Trauerspiel, dass es immer noch keine Lösung gibt, wie ein bundesweites Semesterticket in das System des 49-Euro-Tickets integriert werden kann. Das stellt das Semesterticket in Frage und damit eine wichtige Säule der studentischen sozialen Sicherung. Ich habe die Bundesregierung bzw. das Verkehrsministerium gefragt, ob sie mit Studierendenvertretungen einmal darüber gesprochen hat. Nach meiner Information ist das nicht geschehen. Es wäre doch das Mindeste, wenn Herrn Wissing die Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenschaft zum Gespräch einladen würde. Und ich erinnere Sie gern noch einmal daran, trotz deutlichem Rückgang des Energieverbrauches hat Deutschland auch 2022 seine selbst gesteckten Klimaziele deutlich verfehlt. Ursachen sind die Reaktivierung von Kohlekraftwerken, Gebäude und Verkehr. Laut dem Expertenrat wird Deutschland auch seine Klimaziele bis 2030 nicht einlösen. UN-Generalsekretär Guterres richtet sich mit alarmierenden Worten an die Weltgemeinschaft. Die aktuellen Klimaschutzpläne sind nicht geeignet, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, und fordert eine Supernova an Klimaanstrengungen. UN-Vertreter sprechen von Babyschritten, die gegangen werden. Da wäre es doch naheliegend, dass die Ampel Tempo bei der dringend notwendigen Mobilitätswende macht. Aber nein, das FDP-geführte Verkehrsministerium blockiert die eigenen Klimaziele. Wer bei der Finanzierung des ÖPNV und des Regionalverkehrs weiter kleckert statt zu glotzen, versagt jämmerlich vor der Aufgabe einer nachhaltigen Mobilitätswende. Und wäre es nicht höchste Zeit, wenn wir endlich von den Grünen hören, dass mit ihnen eine Verteuerung beim 49-Euro-Ticket nicht zu machen ist? Um das Ziel der Verdoppelung der Personenbeförderung beim ÖPNV bis 2030 zu realisieren, werden jährlich 16 Milliarden Euro mehr gebraucht, rechnet ein Bündnis von Verdi und Fridays for Future. Wir fahren zusammen vor. Sie tun mit Ihren zu kleinen Schritten bei der Finanzierung gerade so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Die haben wir aber nicht. Wir müssen jetzt die Mobilitätswende auf den Weg bringen, bevor es zu spät ist. Das Geld dafür ist da. Warum wird eigentlich an den klimaschädlichen Subventionen festgehalten?
am Dienstwagenprivileg oder an der Steuerbefreiung für Flugkerosin, dort, wo es einflussreichen Gruppen der Gesellschaft wehtut, trauen Sie sich nicht ran. Machen Sie endlich ernst mit einer nachhaltigen Mobilitätswende, mit einer Mobilitätsgarantie, ohne ein Auto besitzen zu müssen. Machen Sie ernst mit einer ausreichenden und nachhaltigen Finanzierung. Wir haben die politische Verantwortung für die Zukunft der jungen Generation, für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Regierung dieser Verantwortung gerecht wird. Die nächste Rednerin ist Isabel Kalimartori für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann es nicht oft genug wiederholen, das Deutschlandticket ist wahrlich ein Erfolgsmodell und eine Revolution für den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben schon bald 11 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten für das Ticket, Tendenz steigend. Und zum ersten Mal ist der Bund mit diesem Ticket auch überhaupt in die Finanzierung eines Tarifs im öffentlichen Nahverkehr eingestiegen. Auch das muss man vielleicht auch noch mal daran erinnern. Und zwar auch mit beträchtlichen Mitteln. Und auch wenn wir uns von der Ministerpräsidentenkonferenz vielleicht noch mehr erhofft hätten, bleibt dennoch festzuhalten, dass an dieser heftigen Finanzierung zwischen Bund und Land festgehalten wird und eine Zusage besteht, das auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Und mit diesem Ergebnis kann man auch weiterarbeiten. Wie verhelfen wir also zum Deutschlandticket zu mehr Durchschlagskraft? Ich glaube, das ist die Frage, mit der wir uns jetzt vorrangig beschäftigen sollten. Jetzt sind erstmal die Verkehrsminister der Länder am Zug, ein Konzept zu erarbeiten, wie das Ganze fortgesetzt und auch finanziert werden kann. Aber nochmal, wir haben von dieser besagten Ministerpräsidentenkonferenz einen klaren Beschluss und Commitment zur heftigen Finanzierung und sogar auch die Übertragung der nicht verausgabten Mittel von diesem Jahr ins nächste Jahr, was uns tatsächlich auch Raum und Luft gibt, mal die Frage in den Mittelpunkt zu rücken, wie können wir mehr Nutzerinnen und Nutzer für dieses Deutschlandticket gewinnen. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass wir die Debatte mal stärker in diese Richtung verlagern. Es hilft nämlich nicht, permanent auf noch nicht vorhandenen Zahlen über potenzielle Verluste, die es vielleicht gibt oder auch nicht, Spekulationen permanent darüber zu führen, was das dann bedeutet für die Finanzierung und für den Preis. Wir haben heute de facto einfach nicht diese Zahlen, die uns wirklich belegen, ob es überhaupt zu Verlusten kommen wird und wie hoch sie möglicherweise sind. Und deswegen macht es aus meiner Sicht wirklich mehr Sinn, sich der Frage zu widmen, wie wir dieses Ticket noch attraktiver machen können. Und alle können einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Debatte konstruktiv führen. Zuallererst gilt es meiner Meinung nach, die Frage zu beantworten, wie verfahren wir mit den Studierenden? Da ist es tatsächlich so, dass viele der Solidarmodelle nach den jetzigen Vorgaben nicht mehr funktionieren, teilweise schon aufgegeben wurden und in Frage gestellt werden. Und deswegen ist es sehr dringlich, dass wir diese Frage lösen. Es ist nicht nur ein Problem, aber es ist auch eine Chance. Denn über 2 Millionen Studierende können wir in das System des Deutschlandtickets bringen. Das sind 2 Millionen neue Kundinnen und Kunden. Und Studierende werden auch irgendwann Absolventinnen sein und möglicherweise dann ja auch sich dazu entscheiden, das Deutschlandticket dann in der vollen Preishöhe und nicht mehr in der studierendenermäßigten Höhe auch zu bezahlen, weil sie sich an dieses gute, wirklich hervorragende Angebot, ein Ticket für das ganze Land, gewöhnt haben. Diese Chance sollten wir nicht aus der Hand geben. Und da erwarte ich auch vom Bund, sich da stärker zu engagieren, aber natürlich auch gemeinsam mit den Ländern da eine Lösung zu erarbeiten. Und wir sind auch hoffnungsvoll, dass eine Lösung gelingen kann, die aufkommensneutral ist und alle Studierenden und Studierenden mehr Mobilität ermöglicht. Und Mobilität ist in dem Fall auch ein wichtiger Teil der Bildungsgerechtigkeit. Ein weiterer Punkt, der in dem Zuge auch adressiert werden muss, wie wir den ÖPNV insgesamt attraktiver machen, ist der Ausbaumodernisierungspakt, der jetzt auch endlich mal vorangebracht werden muss. Also das heißt, wie können wir die öffentlichen Nahverkehrsangebote digitaler machen, schlanker, effizienter? Also mein Verkehrsverbund Rhein-Neckar hat Stand jetzt 9 Apps im App Store.
die verschiedene Angebote, teilweise dieselben Angebote abbilden. Also ich denke, da gibt es auch noch Potenzial nach oben in der Digitalisierung, nicht nur Kosten sparen, aber auch insgesamt kundenfreundlicher zu werden. Und deswegen nehme ich auch Kritik von der Seite zwar immer auch gerne an, aber erwarte, dass alle dazu beitragen, ihre Hausaufgaben zu machen, um den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu machen und attraktiver. Der Bund wird seinen Beitrag auch leisten, da bin ich sicher. Wir als SPD stehen klar zum Deutschlandticket als 49-Euro-Ticket. Wir glauben, dass dieser Preis auch zu halten ist, wenn wir genug neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen. Wenn wir uns der Studierendenfrage jetzt prioritär widmen, werden wir dieses wirklich großartige Erfolgsprojekt dieser Regierung auch zu weiterem Erfolg verhelfen. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Christoph Ploss ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich bitte zu Beginn kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute in Karlsruhe eingehen. Das heutige Urteil, das ist ein Sieg für den Steuerzahler, das ist ein Sieg für Generationengerechtigkeit in Deutschland, und das ist eine bittere Niederlage für die Ampelkoalition. Und damit wären wir beim Thema der Aktuellen Stunde. Denn genau da haben, denn genau wie bei der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dem Bundeshaushalt, den Sie verfassungswidrig aufgestellt haben, haben Sie bei der Erstellung des Deutschlandtickets und bei den Diskussionen hier im Deutschen Bundestag einen Fehler gemacht. Sie haben nicht auf die Argumente der CDU-CSU-Fraktion gehört. Und hätten Sie auf die Argumente der CDU-CSU-Fraktion gehört, dann wäre Ihnen das heutige Urteil in Karlsruhe erspart geblieben. Und dann wären Ihnen auch viele Fehler beim Deutschlandticket erspart geblieben. Hören Sie in Zukunft auf die CDU-CSU-Fraktion. Denn wir haben Ihnen von Anfang an, als wir hier die Debatte im März geführt hatten, eines sehr deutlich gesagt. Sie erstellen hier ein 49-Euro-Ticket, lassen sich dafür überall feiern, machen überall PR. Sie haben aber eine Sache von Beginn an vergessen. Sie haben vergessen, wie dieses 49-Euro-Ticket auf Dauer finanziert wird und wie dieses 49-Euro-Ticket nachhaltig auch Bestand haben kann. Das alles haben Sie vergessen. Und deswegen haben wir wenige Monate nach der Einführung des 49-Euro-Tickets bereits diese hitzigen und heftigen Diskussionen in ganz Deutschland und viele zweifelnde Fragen bei der deutschen Bevölkerung. Und das ist ja nicht etwas, was hier nur die Opposition im Deutschen Bundestag sagt. Das ist etwas, das Ihre eigenen Landesminister Ihnen ins Stammbuch schreiben. Die sagen, wir wissen nicht, wie das 49-Euro-Ticket über das Jahr 2023 überhaupt Bestand haben kann. Wo kommen die Gelder dafür her? Viele Nutzer fragen sich, kann ich in ein paar Monaten überhaupt noch dieses 49-Euro-Ticket nutzen? Lohnt sich das Umsteigen vom Auto auf U- und S-Bahn? Kann ich dieses 49-Euro-Ticket langfristig in meine Planung aufnehmen? All diese Fragen stellen sich viele Menschen in Deutschland, weil sie einen großen Webfehler begangen haben, weil sie einen dauerhaften Finanzierungsmechanismus in das 49-Euro-Ticket nicht eingebaut haben. Und ich kann Ihnen nur eines sagen: Sie haben heute eine historische Klatsche durch Karlsruhe erlitten. Und wenn Sie nicht die nächste historische Klatsche beim 49-Euro-Ticket erleiden wollen, dann hören Sie bitte auf das, was wir mit unseren Anträgen hier in den Bundestag eingebracht haben. Sorgen Sie für diesen nachhaltigen und dauerhaften Finanzierungsmechanismus, damit Kommunen und Bundesländer und die vielen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland nicht länger alleingelassen werden. Und dann muss ich bei diesem Thema noch auf einen Punkt eingehen. Mein Kollege Felix Schreiner, meine anderen Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, die haben bei den verkehrspolitischen Debatten hier im Deutschen Bundestag auf einen wichtigen Punkt hingewiesen.
Wir machen den öffentlichen Nahverkehr, wir machen den Schienenverkehr insgesamt in Deutschland nicht attraktiver, wenn wir nicht endlich Infrastrukturprojekte schneller planen und bauen. Und genau hier geht die Ampelkoalition nicht ran. Wir bräuchten dringend eine Reform der europäischen Umweltrichtlinien. Wir bräuchten eine Einschränkung des Verbandsklagerechts, das von vielen den Grünen nahestehenden Lobbygruppen ausgenutzt wird und das dazu führt, dass auch wichtige Schienenprojekte in Deutschland nicht nur Jahre, sondern sogar Jahrzehnte dauern. Und wenn wir nicht endlich schneller planen und bauen, dann werden wir auch den öffentlichen Nahverkehr nicht attraktiver machen. Und deswegen werden wir genau auf diesen Punkt auch in den nächsten Monaten im Deutschen Bundestag hinweisen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss eines sagen. Sie haben uns als CDU-CSU-Fraktion an Ihrer Seite. Wenn Sie wirklich den öffentlichen Nahverkehr stärken, wenn Sie endlich mehr in die Infrastruktur investieren und wenn Sie eine Reform des Planungsrechts in Angriff nehmen. Sie werden aber hier auf erbitterten Widerstand stoßen, wenn Sie solche handwerklichen Fehler begehen, wie beim Erstellen Ihrer Haushalte und wie beim 49-Euro-Ticket. Und das werden wir hier im Deutschen Bundestag sehr klar benennen. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Stefan Gelper jetzt das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, wo diese ungerechtfertigte Arroganz herkam, die ich gerade beim Redebeitrag von Herrn Ploss gespürt habe. Diese Arroganz zu sagen, bei Gerichten wüsste die Union immer, wo es lang geht. Ich erinnere mich an die Scheuermaut, an den Europäischen Gerichtshof, wo alle Ihnen gesagt haben, laufen Sie nicht in die Richtung. Und Sie sind dahin gelaufen und gegen eine Wand geklatscht. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und tun so. Ich verstehe es nicht, aber gut, ich verstehe es nicht. Das müssen Sie mit sich abklären. Und wenn Sie hier über Beschleunigung von Verkehrsinfrastrukturprojekten reden, ja, dann stimmen Sie doch unseren Beschleunigungsgesetzen zu. Da haben Sie die Hand nicht hochgekriegt. Also Sie sind an niemandes Seite, nur an Ihrer ganz eigenen Seite. Das wissen Sie auch in Ihrer Fraktion. Also lassen wir das. Ich wollte eigentlich der Fraktion Die Linke danken für diese Aktuelle Stunde, aber mit diesen Ausführungen wird es da wieder schwer. Ne? So. 11 Millionen Abonnentinnen ist schon gesagt worden, 18% mehr Fahrgäste im Regionalverkehr. Das ist da vielleicht auch noch dazu zu sagen, eine einzige einheitliche deutschlandweite Tarifzone. Das bedeutet zum Beispiel für Berlin ganz praktisch, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger eben nicht mehr noch nach Berlin mit dem Auto reinfahren müssen, sondern die können in Bernau, in Oranienburg oder in Potsdam einsteigen und können dann mit der Bahn hier reinfahren. Das entspannt alle, das hilft dem Klima, das hilft der Gesundheit, das hilft der Sicherheit der Menschen und das hilft auch den Menschen, die unbedingt aufs Auto angewiesen sind, weil für die ist weniger Stau, wenn mehr Leute die Bahn benutzen. Also das ist das Deutschlandticket. Das ist das 49-Euro-Ticket und das wollen wir. Jetzt könnte man natürlich fragen, wo war das Ticket? Dazu ist zu sagen, es ist ein gemeinsames Projekt. Der Kanzler hat gesagt, es ist die beste Idee der Bundesregierung. Der Verkehrsminister hat sich dazu bekannt. Die Verkehrsminister aller Bundesländer und aller Parteien wollen dieses Ticket. Die Ministerpräsidentinnen aller Länder, von Linkspartei bis CSU, haben sich zu diesem Ticket bekannt. So ein glasklares Bekenntnis, so einen breiten Konsens hat man selten. Deswegen gilt es jetzt, die Ticketfinanzierung langfristig zu organisieren und ein geordnetes Verfahren zu überführen. Es ist, glaube ich, nicht, das haben wir alle mitgekriegt, das beste Verfahren, erst hier durch die Verkehrsministerkonferenz durchzugehen, dann die Ministerpräsidentenkonferenz da irgendwie mit zu kontraktieren. Wir brauchen für die Preis- und Finanzierungsgestaltung geeignete Formate und müssen diese dann institutionalisieren und das nicht in irgendeinem Hauruck-Verfahren nachts um 2:30 irgendwie klären. Das ist das Ziel, das muss jetzt erfolgen. Das ist keine Kritik am bisherigen Verfahren. Ich sage bloß, wir sind jetzt an einem anderen Schritt. Eine verkehrspolitische Revolution ist eine Revolution. Und wenn man jetzt in Berlin 89 sich überlegt hätte, wie hoch die Mauer ist und wie viele Steine drin hat und wie viele Menschen man braucht, um da durchzukommen, dann hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Das heißt, dieser Schritt, dieser Revolution, der musste so passieren. Und jetzt müssen wir es organisieren, damit es passt.
Und dazu sage ich auch noch ein Wort. Wir haben im Bundestag das Regionalisierungsgesetz beschlossen und da steht eine Passage drin zum Thema Preis. Und da steht eben drin, dass wir in geeigneter Form unter parlamentarischer Beteiligung politisch vereinbaren wollen, wo da die Reise hingeht. Das heißt, eine Vereinbarung einseitig zu Lasten der Fahrgäste, ohne dass der Bundestag noch mal darüber redet, die ist so einfach nicht möglich. Darauf haben wir uns hier vereinbart. Denn wir wollen ganz klar den Preis stabil halten. Das ist unser Ziel. Dafür arbeiten wir. Dafür, dass wir da arbeiten, das verspreche ich gerne. Das versprechen Sie ja vielleicht auch, dass Sie das mal tun. Sie können gerne mit Ihren Ministerpräsidentinnen reden, denn die sind da genauso in der Verantwortung wie dieses Haus. So. Diese Innovation des 49-Euro-Tickets, des deutschlandweiten Tickets, die wird im Ausland wahrgenommen, die wird kopiert, Millionen Menschen nutzen das. Das ist mehr Mobilität, das ist mehr Freiheit, die wir geschaffen haben. Und diesen Weg sollten wir folglich weitergehen. Das ist aber eben nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist schon angesprochen, wir haben die Situation, dass zum Beispiel, wenn die Eltern ein 49-Euro-Ticket haben und für die Kinder es keine Lösung gibt, dann gibt es da eine Diskrepanz. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir auch als Bundestag beschlossen, dass wir hier eine Lösung haben wollen. Das heißt, ein familienfreundliches Ticket, ein Familienticket. Das muss her. Da ist die Bundesregierung am Zug, das einmal sich anzuschauen, das durchzurechnen und dann hier einen Vorschlag zu machen. Gleiches gilt für das Semesterticket. Auch da haben wir eine Vereinbarung getroffen. Und ehrlich gesagt, wir brauchen die Studierenden und die Azubis in diesem System. Das sind die Fahrgäste nicht nur heute, sondern eben auch die Fahrgäste morgen. Wir brauchen sie auch für die Finanzierung des Semestertickets übrigens. Und deswegen müssen wir dort als Bund schauen, welche Rahmenbedingungen müssen wir setzen, damit diese Semestertickets funktionieren, weil das ist nicht unterkomplex. Diesen Weg müssen wir jetzt gehen, um dann eben zur Verkehrswende zu kommen. Ich sage aber auch, Verkehrswende ist genauso Infrastruktur, es fiel schon. Die Bahnsanierung ist eingeleitet. Wir werden jetzt viele Entscheidungen zu fällen haben. Der Bund wird sich da engagieren müssen beim Ausbau von ÖPNV, bei der Bahn und insbesondere bei der Sanierung der Schiene. Und da sage ich noch einen Satz. Knappe Kassen führen zu echten politischen Entscheidungen. Wir sind da bereit für. Als Ampel haben wir da ein ganz klares Bekenntnis. Herr Kollege? Die Investitionen müssen und sollen hier rauf. Das macht das Leben leichter, Herr die Staus weniger. Das Kollege? Ist die Verkehrswende. Vielen Dank. Ich empfehle ja so diese Schlusssätze einfach zu Beginn eine halbe Minute vor Ende der Redezeit. Dann wird auch nicht reingequatscht. Sieht auch immer blöd aus, sowohl im Protokoll als auch sonst wo. Mike Poncik hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, wertes Präsidium, Zuschauer auf den Tribünen und Bürger vor den Bildschirmen. In circa 6 Wochen ist Silvester 2023 und die Bürger und Unternehmen haben eine ganz einfache Frage. Was kostet das 49-Euro-Ticket jetzt ab 2024 wirklich und wie wird es finanziert und organisiert? Jetzt diese kurze Zeit davor. Seit Wochen gibt es Ministerrat, Verkehrsgipfel, Arbeitsgruppen und so weiter. Was gibt es denn eigentlich noch zu reden, wenn alles so schön ist, wie Sie es gerade vorgemacht haben? Diese Ampelregierung ist das Gegenteil von Planbarkeit. Da werden Gesetze durchs Parlament gepeitscht, Gesetzentwürfe kurz vor Mitternacht vor dem Plenum gewählt und wie dieses Dickes Tatsachen geschaffen, Sie haben es gerade gesagt, vor der wirtschaftlichen Vernunft. Nun wollen die Linken das 49-Euro-Ticket retten, damit man preiswerter pendeln und auch unsere schöne Heimat entdecken kann. Befürworten wir ja als AfD-Fraktion ein günstiges Ticket für alle, aber eine gute Idee wird hier sehr schlecht umgesetzt. Wo sind denn die wirklichen Probleme? Warum ist das Ticket nur digital, zweimal mit Chipkarte oder Telefon, aber nicht vom Automaten her möglich? Damit haben viele Verkehrsbetriebe und vor allem unsere älteren Bürger, unsere Rentner vor Ort wirklich Probleme. Reden Sie mal, meine Damen und Herren, Herr Theurer, ganz speziell an Sie und Frau Katamandori, reden Sie doch mal mit den Verkehrsverbünden, wie ich mit meinem Chef vom Regiobus, wo ich im Aufsichtsrat sitze. Das Abo zum Beispiel ohne Mindestlaufzeit, zum Beispiel für 6 Monate, wäre wie bei jedem Telefonvertrag besser. Denn es ist problematisch und es beugt so mit Frau vor. Wer zieht das Geld ein? Wer zahlt das Geld? Wann aus und wie wird es ausgezahlt? Wer erbringt dazu wirklich täglich diese Leistung?
Wer koordiniert die Gelder? Und liebe FDP, auf welcher Plattform digital wird es denn gemacht in Deutschland? Das Problem, ich sehe keine, ich kenne auch keine. Vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Warum eine so offensichtliche Einzugs- und Abrechnungschaos? Da muss man doch vorher klar definieren und vertraglich vereinbaren, worauf man sich hier einlässt. Das hat auch gar nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Und ausgerechnet die FDP vorneweg, ab in die Planwirtschaft, ab in den Sozialismus. Die betroffenen Verkehrsunternehmen im ÖPNV müssen wirtschaftlich arbeiten. Und ja, Linke, aufgepasst, die Unternehmen müssen auch Geld verdienen dürfen und haben. Meine lieben Bürger hier im Saal und vor den Fernsehschirmen, dieses Ticket ist von der Organisation her jedoch ein einziges Desaster für alle Steuerzahler. Aber ist es das sogenannte Deutschland-Ticket wirklich so sozial? Wer profitiert denn eigentlich davon? Herr Gelbauer hat es gerade gesagt, praktisch sehr wenige Bürger im ländlichen Raum, sondern die, die in den Städten wohnen, unter Speckgürtel und die Pseudogrünen. Das ist das, die davon profitieren, und es gibt keinen Ausgleich dafür. Was ist die bisherige Bilanz? 5% sind nur auf die Bahn umgestiegen, Effekte für die Umwelt ganz gering. Das ist der hochgelobte Erfolg für dieses Milliardengrab, zumal gar nicht klar ist, wie es wirklich jetzt 2024 weitergeht. Wie gesagt, es wäre schön, wenn alle Bürger endlich mal wirklich den Preis vom Verkehrsminister erfahren könnten. Uns interessiert es ja am meisten. Wir von der AfD wollen dieses Ticket nicht abschaffen. Das wäre die komplette Katastrophe für alle Beteiligten. Aber es muss endlich praxisorientiert und nicht nur theoretisch mit Fehlern behaftet für alle Beteiligten endlich entwickelt werden im Interesse der Kunden und natürlich der Verkehrswirtschaft. Dann könnte dieses Ticket, und jetzt kommt es, ein echter Erfolg für Sie, liebe Bürger, insgesamt im ganzen Land, in Deutschland werden. Ehrlich gesagt, macht Bahnfahren wirklich Spaß? Also Entschuldigung, ich habe ein Tagebuch meiner Mitarbeiter. Bahnfahren in Deutschland bedeutet dauernd Zugausfälle, Verspätung, und jetzt wird ja erst mal wieder gestreikt. Meine lieben Bürger in Deutschland, überlegen Sie sich genau, wem Sie 2024 wählen, Chaos oder AfD. Wir sind für die AfD und eine politische Verkehrswende in Deutschland, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Glück auf und gute Fahrt. Das Wort hat der Kollege Bernd Reuter für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Ploss. Kollege Ploss, ich fange mal mit Ihnen. Also, ich will Ihnen mal in Erinnerung rufen. Ich glaube, es war ein gewisser Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der diesen Preis vorgeschlagen hat. Und es war ein gewisser Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der darauf bestanden hat, dass es hier keine Nachschusspflicht gibt. Vielleicht nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Ich bin sehr froh, dass es in der Union noch zumindest auf Landesebene Politikerinnen und Politiker gibt, die weise Vorschläge machen. Aus der Bundestagsfraktion höre ich da nämlich gar nichts. Ich habe jetzt in Ihrer ganzen Litanei noch nicht mal gehört, sind Sie jetzt eigentlich für oder gegen das Deutschlandticket? Das haben Sie da nämlich überhaupt nichts zu gesagt, lieber Kollege. Und ich will an dieser Stelle sagen, das ist schon ein Riesenerfolg, auch ein Meilenstein für die Mobilität in diesem Lande. Es ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, kostengünstig, flexibel, überall hinzufahren, und das zu einem vernünftigen Preis. Und ja, wir wollen es auch digital machen. Und ich bin, mich verwundert sich, dass die AfD den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesem Land nicht zutraut. Die scheitern eher daran, ein Seniorenticket am Fahrkartenautomat zu kaufen, als sowas über ihr Smartphone zu erwerben. Das will ich an dieser Stelle auch mal sagen. Und es leistet einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft in diesem Land und auch für das Klima in diesem Land. Und die Bürgerinnen und Bürger steigen um. Und Kollege Rixinger, Sie haben sich ja jetzt sehr stark am Preis orientiert. Ich bin mir sehr sicher, dieses Ticket wird es in vielen Jahren
noch geben. Ob es da 49 Euro kosten wird oder einen anderen Preis haben wird, das kann zu diesem Zeitpunkt noch keiner wissen. Ich weiß aber eins, Kollege Rixinger, dass eine Monatskarte aus meiner Heimatstadt Wesel nach Düsseldorf oder Dortmund, so eine Dreiviertelstunde Fahrzeit, vorher über 170 Euro gekostet hat. Und dieses Deutschlandticket führt jetzt dazu, dass die Menschen umsteigen und dass sie mit der Bahn fahren. Und das können Sie nicht nur bei mir am schönen Niederrhein und in der Rhein-Ruhr-Region, sondern auch in ganz Deutschland. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Und was hier auch gerne vergessen wird in der Debatte, ist, dass der ÖPNV und die Bestellung des ÖPNV Ländersache ist. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben auch, leisten auch da als Bund unseren Beitrag, haben die Regionalisierungsmittel für die Länder deutlich, deutlich erhöht. Und ich will auch noch mal sagen, das stellt ja der Bundesrechnungshof in aller schöner Regelmäßigkeit fest, dass die Mittel da nicht abfließen, sondern teilweise wirklich gehortet werden in den Bundesländern für Projekte, die in ferner Zukunft liegen. Und ich sage mal, wenn wir da für einen vernünftigen Mittelabfluss die Länder sorgen würden, wäre das, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein. Und die Kollegin Kademattori, die hat die Verkehrsverbünde angesprochen. Ich glaube, das auch ganz zu Recht. Also mein Verkehrsverbund berichtet, dass über 95% der Abonnenten mit den verschiedenen Tarifen umgestiegen sind auf das Deutschlandticket. Aber was macht es? Es gibt nach wie vor, Herr Kollege, da so schöne Tarife wie das Schokoticket, das Bärenticket oder das Happy Hour Ticket. Es wurde nichts geändert, und ich glaube, da liegt eine große Chance in den Verkehrsverbünden. Und Kollege Donkland, schauen Sie mal ins Ländle, wie viele Verkehrsverbünde es da gibt. Also das ist ja unglaublich. Also da liegt enormes Potenzial auch an Einsparungen zur Finanzierung dieses Ticket. Will ich das mal? Sie reden ja gleich noch. Da können Sie das alles noch mal ausführen, was Sie hier reinschreiben. Der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben ein tolles Ticket für die Menschen in diesem Land geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft eine gute Finanzierung geben wird. Die Länder sind hier auch in der Pflicht und vor allen Dingen auch die Verkehrsverbünde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und jetzt kommt zu Wort die Kollegin Ina Latendorf für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach jahrzehntelangem Stillstand in der Verkehrspolitik ist seit Mai 2023 etwas gelungen, das endlich in die richtige Richtung zielt. Eine Stärkung des ÖPNVs für das ganze Land. Und ich erinnere, Die Linke fordert, einen kostenlosen ÖPNV stufenweise einzuführen als Teil der Daseinsvorsorge, diskriminierungsfrei für jedermann. Das 49-Euro-Ticket ist eigentlich nämlich noch zu teuer, wenn man bedenkt, dass der Satz für die Mobilitätspauschale bei der Berechnung des Bürgergeldes bisher darunter liegt. Die Linke fordert seit Jahrzehnten, dass der ÖPNV zur Hauptbasis des Verkehrs wird und dafür alle notwendigen Mittel eingesetzt werden müssen. Dies fördert die Nachhaltigkeit, Klima, lebenswerte Städte und Gemeinde und die Wiederherstellung der Natur. Und das lange Ringen um das 49-Euro-Ticket, das wir Linke uns noch stärker subventioniert gewünscht hätten, ist ein wertvoller Erfolg für die Verkehrswende. Und dieser darf nicht auf dem Altar der Kompetenzstreitigkeit zwischen Bund und Ländern infrage gestellt werden. Deshalb sagen wir Linken, das 49-Euro-Ticket muss auf jeden Fall erhalten bleiben, nicht nur 2024, worüber gerade diskutiert wird, sondern langfristig und solide ausfinanziert auf Dauer. Und dabei geht es auch um grundsätzliche soziale Entscheidungen. Es müssen auch im Bereich der Mobilität endlich Verhältnisse geschaffen werden, damit niemand gezwungen ist, sich zwischen Grundbedürfnissen zu entscheiden. Und das ist in unserem Land nämlich der Fall und eine Schande. Die Frage, wie komme ich von A nach B, zum Beispiel für die medizinische Versorgung, die Ausbildung, die Erholung und ja auch zur Kultur, ist mittlerweile eine existenzielle geworden.
Besonderer Gradmesser ist für mich die Lage des ÖPNV im ländlichen Raum. Für Jahrzehnte wurden hier Strukturen des Nah- und Regionalverkehrs abgebaut, angeblich aus Bedarfsgründen. Solche Gründe waren schon immer vorgeschoben und haben meiner Erfahrung nach auch faktisch wirklich nicht gestimmt. Man verschlechtert die Attraktivität des Angebotes, um dann verringerte Nutzerzahlen verweisen zu können. Und wir wissen doch, gerade Pendler benötigen ausreichende Kapazität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und dichte Takte. Ich kann Ihnen sagen, der Bedarf eines kostengünstigen ÖPNV in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern ist vorhanden. Die Angebote würden mehr genutzt werden, wenn Strecken und Linien flächendeckend da wären. Aber der Abbau ist natürlich immer einfacher als Neu- und Wiederaufbau. Das gilt für Bus und für Bahn. Mobilität im ländlichen Raum mit 49-Euro-Ticket kommt nur an, wenn auch gerade ein entsprechendes Angebot und Anbindung vorhanden ist. Vieles ist gerade auf dem Land abseits von Städten und Speckgürteln weggestrichen worden. Sowohl bei der Bahn, Strecken und Haltepunkte, ich sage nur Südbahn in Mecklenburg-Vorpommern, als auch beim ÖPNV, also den Bussen. Die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die im Grundgesetz stehen, verankert sind, wurden und werden aus meiner Sicht schon mit diesem Fakt infrage gestellt. In meinem Landkreis Ludwigslust-Parchim arbeiten wir an Veränderungen. In Mecklenburg-Vorpommern, es ist der zweitgrößte Flächenlandkreis Deutschlands, größer als das Saarland. Dort gibt es seit 2018 ein Rufbussystem. Und ich muss sagen, die Anfänge waren echt schwer. Wir, das heißt der Landkreis, ich bin Kreistagsabgeordnete, und der Verkehrsbetrieb des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben das System im Landkreis weiterentwickelt. Und es gibt inzwischen für jeden Ort, jeden Haltepunkt von früh bis spät im Stundentakt einen Fahrplan. Inzwischen haben wir 120.000 Fahrgäste mit dem Rufbus erreicht. Und es werden mehr. In einem solchen Flächenlandkreis mit so einer dünnen Einwohnerbesiedlung ist das echt eine große Leistung. Das ist ein positiver Trend und diese Tendenz ist steigend. Das Bestellsystem des Rufbusses ist für Nutzer und Anbieter inzwischen aus den Kinderschuhen raus. Und ich muss sagen, es funktioniert. Und dass es auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Senioren- und Azubi-Ticket gilt, hilft da sicherlich auch. Aber Fakt ist, mit einer Erhöhung der Preise für das Monatsticket im Abo, über das ja auch diskutiert wird, würden viele Nutzer abspringen, ja, abspringen müssen. Die Weiterführung des 49-Euro-Tickets ist gleichzeitig eine Förderung des Linienausbaus, denn wenn mehr Fahrgäste Bus, Rufbus und Bahn nutzen, also Kunden werden, die wir vorher nicht hatten, dann kann der reguläre Linienbetrieb wieder richtig aufleben. Die Verteidigung des 49-Euro-Tickets kann daher aus Sicht der Linken nur ein Baustein auf dem Weg zu einer generellen sozial-ökologischen Mobilitätswende sein. Ich bin, und damit spreche ich auch für meine Fraktion, ich bin als Linke für das Recht auf Mobilität für alle, damit Menschen mit Bus und Bahn zur Arbeit kommen und genau wie kranke Angehörige, ältere Generationen und Sozialbedürftige am gesellschaftlichen Leben auch mit dem ÖPNV angemessen und auch barrierefrei teilhaben können. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Martin Gröber für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als wir vor anderthalb Jahren anfingen, darüber zu diskutieren, die Menschen in diesem Land mit einem 9-Euro-Ticket zu entlasten, dann schüttelte die Mehrheit mit dem Kopf. Als wir vor anderthalb Jahren anfingen, darüber zu diskutieren, dass wir dieses Ticket weiterführen müssen in Form eines Deutschland-Tickets, sagten auch immer wieder einige, dass das so nicht geht. Nun ist das Deutschlandticket bereits seit 198 Tagen auf dem Markt. Über 13 Millionen Menschen nutzen aktuell dieses Ticket. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kenne kein politisches Projekt, was so viele Menschen auf einmal erreicht hat. Knapp die Hälfte dieser Nutzerinnen und Nutzer hatten vorher kein monatliches Abo für den ÖPNV. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt doch wohl deutlich, dass es einige gibt, die es gerne nutzen wollen, und zwar
fast über 6 Millionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das kann man nicht alles herunterspielen. Über 8% der Nutzer hatten zuvor gar nicht den ÖPNV genutzt. Ich denke, dass wir es doch geschafft haben, in so kurzer Zeit so viele Menschen dafür zu motivieren, den ÖPNV zu nutzen. Da kann man ziemlich stolz drauf sein. Und nun stehen wir heute hier, dürfen uns anhören von Kollegen, die seit vielen Jahren im Verkehrsausschuss sitzen und nicht mal den Unterschied zwischen Biokraftstoffen und E-Fuels kennen, wie ein Finanzierungssystem aussehen soll, obwohl ich persönlich keinen Antrag der CDU-CSU-Fraktion kenne, der uns je einen plausiblen Vorschlag gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich kenne nur Aussagen von CDU-Ministerpräsidenten, die daran nicht gerade mitgewirkt haben, um es mal gelinde auszudrücken, dass eine vernünftige, stabile Finanzierung für ein Ticket auf den Weg kommen kann. Die andere Frage ist doch auch, wenn wir uns über Finanzierung unterhalten, die Finanzierung funktioniert über die Regionalisierungsmittel. Die meisten übrigens CDU-geführten Bundesländer geben weniger als 70% der zur Verfügung stehenden Mittel tatsächlich dafür aus, überhaupt ein vernünftiges Angebot im Schienenpersonennahverkehr zu schaffen. Da komme ich mir von Ihnen mächtig verschaukelt vor, wenn Sie jetzt so tun, als wenn Sie die Retter des ÖPNVs wären. Bei der AfD weiß man schon gar nicht, was die Haltung ist. Mal ist es Sozialismus, mal sollen wir es weiterführen, mal geht's nicht, mal geht's doch, jetzt sollen wir auf einmal retten. Fakt ist eins, so wie Sie es bisher gemacht haben, nämlich gar nichts, geht es auf jeden Fall nicht. Wir haben ein Ticket auf den Weg gebracht. Wir haben auch eine langfristige Finanzierung im Regionalisierungsgesetz verankert. Natürlich muss man schauen, wie sich die Preise entwickeln. Wir als SPD stehen ganz klar für unseren Beschluss, dass wir wollen, dass dieses Ticket 49 € kostet. Wir stehen ganz klar dazu, dass wir für bestimmte Personengruppen wie auch Studierende erreichen wollen, dass das Ticket perspektivisch 29 € kostet. Und das hat niemand bisher politisch aus dem Weg geräumt. Aber man wird doch auch mal sagen dürfen, dass die Länder jetzt dran sind, ihre Hausaufgaben zu machen und die Finanzierung zu klären. Denn wenn über Jahre Mittel zweckentfremdet werden, dann kann man wohl kaum sagen, man gießt immer mehr in ein krankes System. Liebe Kolleginnen von der CDU- und CSU-Fraktion, vielleicht nur mal kurz der kleine Hinweis, die letzten Jahre, vielleicht waren es 16, würde ich sagen, haben Sie die Verkehrsminister gestellt. Und ich kann mich nicht an ein Projekt daran erinnern, in dem Sie den Weg geschafft haben, mehr Menschen in den ÖPNV zu holen, geschweige denn eine vernünftige Finanzierung überhaupt für den ÖPNV oder für die Bahn auf den Weg zu bringen. Herr Dr. Ploss, Sie werfen hier vor, wir haben keine vernünftige Finanzierung auf den Weg gebracht. Sie sind doch daran schuld, dass die Bahn heute in einem Zustand ist, dass andauernd Züge zu spät kommen, dass wir auf dem Land keine vernünftigen Angebote mehr haben, weil Sie das alles kaputt gespart haben. Das ist doch der springende Punkt. Da brauchen Sie nicht immer die Schuld auf andere schieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen, dass Sie dieses Thema heute aufgemacht haben. Ich bin aber auch ein kleines bisschen davon enttäuscht, dass an der Stelle immer nur Kritik kommt. Ich habe so ein bisschen Lob rausgehört. Vielen Dank. Ich glaube, das Ticket ist ein riesengroßer Erfolg. Daran werden wir weitermachen, daran werden wir kämpfen, insbesondere auch die SPD-Fraktion, Herr Rixinger. Michael Dont ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte fast meinen, es war geplant, dass wir heute nach der bemerkenswerten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einer Aktuellen Stunde über das 49-Euro-Ticket sprechen. Denn auch das 49-Euro-Ticket zeigt, diese Regierung trifft für Steuerzahler teure Entscheidungen und pfuscht bei der Umsetzung. Wir haben ja schon mehrfach über dieses Ticket diskutiert. Ich habe auch die Vorteile des 49-Euro-Tickets für die Kunden eingeräumt. Aber umso unglaublicher finde ich jedoch, wie sich Verkehrsminister Wissing seit Monaten verhält,
wenn es um die Zukunft seines Tickets geht. Ich möchte sagen, arrogant und völlig realitätsfern. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders beschreiben. Denn laut Herrn Wissing, so war es zu hören, sind die Finanzfragen jetzt abschließend geklärt. Bund und Länder seien sich einig über die Finanzierung. Im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. November heißt es, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidenten, Bund und Länder verständigen sich im Jahr 2024 rechtzeitig über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets, einschließlich eines Mechanismus zur Fortschreibung des Ticketpreises, der auch eine Erhöhung beinhalten kann. Gar nichts ist geklärt. Gar nichts ist geklärt zum Preis und zur Finanzierung. Die Hängepartie zur Frage der Finanzierung wird weitergehen. Spätestens im Frühjahr ist der nächste Streit vorprogrammiert. Das Ticket wird voraussichtlich zum 1. Mai 2024 teurer. Das will die Ampel den Bürgern aber nicht sagen und schiebt die Verantwortung den Ländern zu. Niemand fühlt sich zuständig. Aufgabenträger, Kommunen, Verkehrsunternehmen werden alleine gelassen. Wie sollen diese einen Tarif kalkulieren und genehmigen, wenn sie nicht wissen, ob das Geld dafür im nächsten Jahr überhaupt reicht? So gibt es keine Planungssicherheit für Aufgabenträger und Unternehmen, auch nicht für die Ehrenamtlichen in den Kreistagen. Ich kann in Reutlingen einer Beauftragung da nicht zustimmen. Reden Sie eigentlich manchmal mit den Betroffenen. Warum greift der Bund nicht durch, so wie er es gemacht hat, als er das Ticket den Ländern aufgezwungen hat? Frau Leonhardt, Hauptgeschäftsführerin des BDO, hat das gestern beim Bundesverband Schienennahverkehr deutlich gesagt. Sie sagte, irgendjemand muss jetzt Farbe bekennen. Und recht hat sie. Stattdessen wird das Geeiere auch im nächsten Jahr noch weitergehen. Und andere wichtige Themen im Nahverkehr, wie der ÖPNV-Ausbau, die Elektrifizierung der Busflotten, die Digitalisierung des ÖPNV, auch die Organisation des Schienenersatzverkehrs während der Generalsanierung, alles kommt zu kurz. Und absolut unverständlich ist auch, dass sich der Bund immer noch gegen ein bundesweites Semesterticket sperrt. SPD und Grüne, gerade nochmals der Kollege Gröber, fordern seit Monaten eine Lösung für Studenten. Aber sie sind doch Teil der Regierung. Sie sind Teil der Regierung. Warum passiert da nichts? Der VDV hat gestern Abend auf der Veranstaltung Treffen festgestellt. Zum Semesterticket habe Frau Staatssekretärin Henkel dreimal Ja gesagt. Heißt das jetzt, der Bund gibt seinen Widerstand auf? Wann kommt dieses Ticket? Und ich stehe sicher nicht im Verdacht, dem grünen Verkehrsminister Herrmann im Ländle nahezustehen. In einem Punkt aber hat er recht. Ich zitiere nochmals mit Erlaubnis der Präsidentin. Er sagte, der Bund hat eine schöne Ticketidee in die Welt gesetzt, weigert sich aber dafür, Finanzierungsverantwortung zu übernehmen. O-Ton, Winnie Herrmann, Baden-Württemberg. Vielleicht denken Sie darüber mal nach. Wenn Sie es mit dem 49-Euro-Ticket wirklich ernst meinen, sollten Sie wirklich endlich Planungssicherheit schaffen. Und lassen Sie bitte die gebetsmühlenartig vorgetragene Aussage sein, für den ÖPNV seien die Länder zuständig. Eben hat es der Kollege Reuter ja auch noch mal wiederholt. Der Satz, den hätte sich der Bundesverkehrsminister merken sollen, ehe er für den Bund dieses Ticket bei den Ländern durchgedrückt hat. Aber jetzt gilt mitgehangen, mitgefangen. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Ganz, ganz früher musste man die Präsidentin, den Präsidenten um Erlaubnis fragen zum Zitieren. Das muss man jetzt gar nicht mehr. Man kann das einfach so machen. Hauptsache, es stimmt. Ich sage das auch. Herzlich willkommen all denjenigen, die auf den Tribünen sitzen und uns zuhören und sich wundern, dass ich hier ganz stumm bleibe, obwohl ich um etwas gebeten werde, weil es gar nicht notwendig war. Also herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Niki Slavik für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, ich erinnere mich noch sehr gut vor anderthalb Jahren, als die Bundesregierung ein 9-Euro-Ticket beschlossen hatte, um Menschen zu entlasten in einer sehr schweren Zeit, als die Energiekosten durch die Decke gegangen sind. Und ich weiß noch, wie wir in diesem Deutschen Bundestag die Größe gezeigt haben, die Innovation und die Tatenkraft zu sagen, wir wollen, dass das nicht nur eine Entlastungsmaßnahme ist, wir wollen, dass dieses Ticket deutschlandweit gültig ist. Und wir haben damit Deutschland mit dem ÖPNV zu einem freieren Land, einem sozialeren Land gemacht und ein Land, in dem ständig über Verkehrswende, über Mobilitätswende und einen besseren ÖPNV gesprochen wird, ein Projekt, wo jetzt mit der Fortführung, dem Deutschlandticket, 11 Millionen AbonnentInnen mitmachen. Und das ist ein Riesenerfolg, den es fortzuführen gilt. Ich erinnere mich aber auch an eine andere Sache. Vor anderthalb Jahren, als die Dieselpreise durch die Decke gingen und es PolitikerInnen gab, die Selfie-Videos gemacht haben vor der Tankstelle und gesagt haben, es wird zu teuer, wir müssen die Leute entlasten, das Benzin darf nicht so teuer sein. Was ich jetzt vermisse, ist, wo sind die Mitglieder dieses Hauses, die sich hinstellen und mal ein Stoppschild zeigen, bei den 11 Millionen Menschen, die sich Sorgen machen, dass ihr Ticket, das ihnen täglich den Weg zur Arbeit, zur Kita, zu ihren Angehörigen garantiert, dass sie sich auch da auf eine Preisstabilität verlassen können. Da wünsche ich mir mehr Unterstützung. Und für unsere Fraktion ist auch klar, dass wir uns einsetzen werden für Preisstabilität und für ein 49-Euro-Ticket. Ja, die Ministerpräsidentinnenkonferenz hat beschlossen, dass das Ticket fortgeführt werden soll. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, liebe KollegInnen von der Union, reden Sie eigentlich mit Ihren eigenen Ministerpräsidenten? Weil dieses Ticket ist ein gemeinschaftliches Projekt, nicht nur von der Ampel, sondern auch mit 16 Bundesländern zusammen. Und wenn ich mich recht erinnere, dann regieren Sie da nicht nur in einigen Ländern mit, sondern in manchen stellen Sie auch den Ministerpräsidenten. Und dass Sie sich hier im Deutschen Bundestag hingestellt haben, gegen das Deutschlandticket zu stimmen, gegen mehr Geld für den ÖPNV zu stimmen und dann aber in vielen Bundesländern dieses Ticket mit auf den Weg zu bringen, tut mir leid, das passt einfach nicht zusammen. Ich muss auch sagen, ich hätte mir mehr gewünscht bei der MPK. Ich hätte mir auch eine klare Aussage gewünscht, wie es preislich weitergehen soll für das Deutschlandticket, dass es ein 49-Euro-Ticket bleiben soll. Aber vielleicht auch mal aus einer demokratietheoretischen Brille ein paar Worte zu MPK. Die MPK ist in den letzten Jahren immer maßgebender geworden. Aber ich möchte einmal daran erinnern, dass wir als Deutscher Bundestag, der Bundesrat und die Landtage dieser Republik, wir sind die Verfassungsorgane. Und deswegen ist es richtig, dass die Debatte, wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht, die gehört nicht alleine auf einer MPK beschlossen. Die kann eine Richtschnur geben. Aber den letztendlichen Beschluss, was passiert mit dem Deutschlandticket, wie das weiterentwickelt wird und wie viel es kosten wird, diese Beschlüsse gehören hier ins Parlament und hier beschlossen. Und apropos Bundestagsbeschlüsse. Wir haben diesen Sommer einen, wie ich finde, sehr, sehr guten Beschluss gefasst. Da muss ich auch einmal rüber gucken zu unserem Verkehrsminister, Herr Wissing. Wir haben im Sommer beschlossen, wie soll es weitergehen mit dem ÖPNV. Da haben wir als Bundestag ein paar Aufträge an die Bundesregierung mitgegeben, Wünsche dieser Ampelfraktion. Da haben wir einmal die klare Aussage getroffen, es soll ein Semesterticket geben, ein rabattiertes Deutschlandticket für Studierende. Wir haben uns gewünscht, dass die VMK, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern eine Regelung findet, wie Kinder mitgenommen werden können, damit es endlich eine familienfreundliche Umsetzung des Deutschlandtickets gibt.
Ich mahne da noch mal an, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, das Deutschlandticket zu erhalten und dieses weiterzuentwickeln. 11 Millionen Menschen in diesem Land wünschen sich das und perspektivisch hoffentlich noch viele mehr. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Valentin Abel für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um Helmut Schmidt an der Stelle zu zitieren, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich muss ganz eindeutig sagen, wer in der Verkehrspolitik so wenige Visionen hat wie die Union, der sollte vielleicht besser in der Opposition bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Deutschlandticket stellt meiner Meinung nach die größte Reform im Verkehrsbereich im bisherigen 21. Jahrhundert dar. Und es ist einerseits auch ein Armutszeugnis für das, was in den letzten Jahrzehnten in deutscher Verkehrspolitik sich bewegt hat. Innerhalb des einen Jahres haben wir es geschafft, 10% mehr Menschen auf Bus und Bahn zu bekommen. Wir haben uns eben nicht mit dem Status quo zufrieden gegeben. Und das ist genau der Unterschied, den die Ampelregierung zu ihrer Vorgängerregierung macht. Wir geben uns aber auch nicht zufrieden mit dem Status quo beim Deutschlandticket. Klar ist, wir müssen schauen, wie wir für Stabilität, für Planungssicherheit sorgen und wie wir mehr Menschen ins System holen können und sie vom Deutschlandticket überzeugen. Wir müssen sie in den ÖPNV holen, und ich glaube, dass das durchaus machbar ist. Weil die Bereitschaft zum Wandel in diesem Land ist, glaube ich, größer als viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner es bisher zum Ausdruck gebracht haben, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Menschen. 50% der MDAX-Unternehmen haben zum Beispiel schon Jobtickets. Wir müssen dafür sorgen, dass auch kleine und mittlere Unternehmen viel stärker von dieser Gelegenheit Gebrauch machen. Wir müssen sicherstellen, dass wir für die Studierenden in Kooperation mit den Ländern eine gute Lösung finden. Und vor allem würde ich mir an dieser Stelle von den Ländern Kooperation statt Konfrontation wünschen. Was wir, glaube ich, nicht brauchen, ist eine Konkurrenz des Deutschlandtickets durch andere Ländertickets. Was wir brauchen, sind Strukturreformen und sind vor allem eine sichere Verwendung der Regionalisierungsmittel. Und wenn ich mir dann angucke, wie gerade aus Reihen der Union, gerade aus der Länder quasi die Verkehrsverbund-Ultras kommen, kann ich nur sagen, ich würde mir die Kreativität, mit der die Regionalisierungsmittel in andere Haushaltslöcher gelenkt werden, mal bei der Reform des ÖPNV wünschen. Tatsächlich hat das Deutschlandticket schon jetzt deutschlandweite Mobilität und eine Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet näher gebracht, als wir jemals waren. Die 49 Euro, die sind beinahe kongruent mit den 45,02 € Mobilitätsanteil im Bürgergeld. Man kann vielleicht auch darüber nachdenken, in Zukunft hier vielleicht mal eine Kopplung einzubringen. Und ich glaube, es gibt ja darüber hinaus auch noch die Möglichkeit für die Länder, hier auch vergünstigte Tarife des Deutschlandtickets und eben nicht eines Konkurrenztickets auf die Wege zu bringen. Wie gesagt, das Ziel ist, möglichst viele Menschen in das Deutschlandticket reinzuholen, und daraus ergibt sich von sich aus schon, dass niemand, auch nicht der Bund, Interesse haben kann, den Preis signifikant zu erhöhen über das Maß hinaus, das für die Deckung der Kosten notwendig ist. Ich sage aber auch ganz deutlich, Mobilität darf nicht nur nach Kosten definiert werden. Es ist sicherlich ein wichtiger Ansatzpunkt, aber es ist nicht der Ansatzpunkt. Wir haben einen immensen Investitionsbedarf in Qualität und Quantität. Bei der Quantität denke ich an eine Ausweitung der Verkehre, sowohl was die Zeiten betrifft, als auch gerade der Anzahl der Verbindungen im ländlichen Raum. Wir müssen aber auch in die Qualität investieren, in die Antriebswende, gerade bei den Bussen, in mehr Fahrgastkomfort, in Digitalisierung und, was in diesem Land viel zu lange auf die lange Bank geschoben worden ist, auch in Barrierefreiheit. Das alles kostet Geld, und selbst wenn wir in Zeiten sind, in denen wir hoffentlich bald wieder kommen, wo wir eine Inflationsrate in Höhe des EZB-Ziels von 2% haben, 2% Inflation über 5 Jahre heißt halt auch 5 € mehr. Von daher halte ich es für sinnvoll, dass wir diesen Preis moderat halten, aber dass wir ihn nicht mit dem Begriff 49-Euro-Ticket zementieren. Deswegen reden wir heute auch eigentlich über das Deutschland-Ticket und nicht, wie das von den Linken angemeldet worden ist, über das 49-Euro-Ticket. Lassen Sie mich zum Ende vielleicht auf den Punkt gehen, wo ich eigentlich hinkommen möchte, nämlich wie können wir dieses Ticket abseits der akuten Fragen weiterentwickeln.
Das Deutschlandticket hat einen massiven Digitalisierungsschub in den ÖPNV gebracht, und ich glaube, wir stehen hier erst am Anfang. Wir haben durch die Infrastruktur, die mit dem Deutschlandticket einzieht, die großartige Möglichkeit, neue Formen der Mobilität in ÖPNV-Konzepte zu integrieren. Ich denke hier an Sharing-Konzepte. Wir können uns mit Check-in, Check-out-Verfahren in Zukunft flexiblere Modi des Deutschlandtickets vorstellen. Und es ist natürlich auch möglich, ein solches Ticket modular individuell weiterzuentwickeln. Lassen Sie uns darüber reden und nicht immer nur über den Preis. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn es der Kollege Abel nicht so nennen will, wir reden heute über das 49-Euro-Ticket. Denn als 49-Euro-Ticket hat man es dem Deutschen Bundestag und der deutschen Bevölkerung vorgestellt. Das sollte es sein. Und dann, als man gemerkt hat, das Geld reicht nicht, hat man es einfach mal umbenannt. Und dieses 49-Euro-Ticket, die Finanzierung, steht jetzt in den Sternen. Und selbst der klassische Buchungstrick, erst mal was ins nächste Jahr zu schieben, klärt natürlich nicht auf, wie weiter finanziert werden soll. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Finanztsunami, der mit heute ausgelöst wurde für den Bundeshaushalt, wird dieses Ticket mit voller Wucht erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da nützt es auch nichts, wenn ein Bundesverkehrsminister mit dem Finger auf die Länder zeigt oder der Kollege Reuter mit dem Finger auf die Länder zeigt. Die Kronzeugen Hermann und Krischer aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zeigen: Der Bund hat bestellt und will jetzt nicht bezahlen. Denn wenn es Ländersache ist, dann wären wir, Herr Kollege Wissing, dafür hier auch nicht zuständig gewesen. Genau andersrum haben Sie es gemacht. Deswegen klassisch Finanztrick, so wie Sie heute entlarvt wurden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt das Jahr 2025 und dann wird es richtig bitter. Dann wird es nämlich bitter für die, die sich nicht wehren können, nämlich die kommunale Ebene. Und alle von uns, die heute in Kreistagen sitzen, wissen dann, was auf uns zukommt. Billiges ÖPNV-Ticket, dafür keine Schulsanierung, keine Kita, keine Sporthalle. Ich würde mal sagen, jeder vor seiner Tür und jeder für seine Aufgaben. Nicht auf die Kommunen abwälzen, das ist unseriös, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird es natürlich deutlich, dass das Ganze ein Mogelticket wird, weil dann wird aus 49, 59, 69, weil man hat es ja Deutschlandticket genannt, und am Ende wird es ein Ticket, koste es, was es wolle, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur damit man es behält. Das kann nicht sein. Mogelticket kann ich an dieser Stelle nur sagen. Und dann zu dem Vorwurf der Regionalisierungsmittel, die die Länder nicht ausgeben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, zunächst mal waren Sie viele Jahre mit in der Regierung. Sie kennen das System. Wir haben die Regionalisierungsmittel selber implementiert. Und damit wissen Sie ganz genau, dass in diesen Regionalisierungsmitteln Teile in erster Linie für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs sind. Dann wissen Sie auch, dass das teurer wird. Da droht dann die Abbestellung. Sie reden über die Barrierefreiheit und wissen aber ganz genau, dass in diesen Regionalisierungsmitteln auch Geld für Bahnsteige und Barrierefreiheit ist. Und das fehlt durch das 49-Euro-Ticket. Das heißt, billiges Ticket, aber keine Barrierefreiheit. Das ist nicht sozial, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt das heutige Urteil. 12,5 Milliarden aus dem KTF für die Schiene.
Wie wollen Sie denn die Schiene finanzieren, wenn Sie ein billiges Ticket anbieten und das Verfassungsgericht Ihnen heute die Grundlage für diesen Buchungstrick entzogen hat? Liebe Kolleginnen und Kollegen, so funktioniert Verkehrspolitik und ÖPNV nicht, mit Sicherheit nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann zum Umsteigermärchen. Ja, das ist ein Mitnahmeeffekt in den Metropolen. Aber das ist doch kein Ticket für die Länder. Das ist doch kein Ticket in den Kleinstädten. Das ist doch kein Ticket auf dem Dorf. Lieber Kollege Gelper, Ihr Beispiel war doch verräterisch. Es ist ein Ticket für Ihre grüne Berliner Bubble, aber doch nicht für uns auf dem Land. Natürlich, kaum Neueinsteiger. Kaum Leute, die das Ticket kaufen, das geben die Zahlen nicht her. Bilanz also teuer und es wird teurer, am ländlichen Raum vorbei, Mittel entzogen für die Barrierefreiheit, für ein Prestigeprojekt und für eine reine Selbstinszenierung. Erst Bestand sichern, dann ausbauen, dann Kunden, Kollege, dann ein Ticket für alle in Deutschland. Herr Kollege, so wäre es seriös. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Matthias Stein für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Herr Lange, das, was Sie jetzt hier abgeliefert haben, ist keine nüchterne Analyse, sondern das ist irgendwie ein Gegeneinander-Austreiben. Und ich möchte daran erinnern, wie wir auch erfolgreich in der Großen Koalition auch mit Herrn Scheuer im Bereich ÖPNV geplant haben. Und da haben wir nicht diese Reihenfolge, die Sie genannt haben, tatsächlich auch eingeführt. Und wenn Herr Ploss jetzt so tut, als würden wir, wenn wir das Verbandsklagerecht abschaffen würden, etwas für den ÖPNV tun, was herausragendes, dann ist das aber auch ein Ammenmärchen. Sondern wir müssen viele Dinge gleichzeitig tun, und das Deutschlandticket ist eins davon. Verkehrspolitik ist harte Arbeit. Wir müssen gucken, dass wir die Infrastruktur in Ordnung bringen, dass wir die Menschen begeistern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben in der Corona-Zeit gemeinsam regiert. Und da haben wir den ÖPNV gestützt. Und was war denn damals los im ÖPNV? Die Busse waren leer, die Züge waren leer. Wir müssen die Defizite der ÖPNV-Unternehmen haben wir ausgeglichen, gemeinsam. Und wir haben nie geahnt, dass der ÖPNV wieder eine Renaissance haben wird. Dann hatten wir das 9-Euro-Ticket, das wir gemeinsam beschlossen haben. So, dann ist der ÖPNV an. Und dann haben wir gesehen, durch ein einfaches Ticket können wir Menschen für den ÖPNV begeistern. Und da machen Sie jetzt einfach nicht mit. Und dann fangen Sie an, das gegeneinander auszuspielen. Und der größte Hammer ist dann auch noch, dann fangen Sie an, das Thema Barrierefreiheit, das Thema Erreichbarkeit gegeneinander auszuspielen. Gucken Sie doch mal in Ihren eigenen Bundesländern. Sehen Sie mal den Atlas von Agora Verkehrswende zur Mobilitätsgarantie, wie das in Bayern aussieht. Ein Bundesland, was seit Jahrzehnten Haushaltsüberschüsse hat, tut viel zu wenig im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und stellt sich dann dahin und möchte im Prinzip das All-Inclusive-Paket der Bundesregierung und der Koalition haben. So können wir keine gemeinsame Verkehrspolitik machen. Vor welcher riesigen Herausforderung stehen wir denn jetzt eigentlich? Wir wollen im Bereich des Verkehrs die CO2-Ziele, die CO2-Emissionen senken, bis 2030 fast um die Hälfte, bis 2045 komplett klimaneutral. Und der ÖPNV ist ein wesentlicher Baustein. Hätten wir ihn nicht, hätten wir 10 Millionen Tonnen CO2 mehr. Das wäre unverantwortlich. Da hätten wir Staus. Da würden sich auch selbst AfD-Wähler dann beschweren und sagen, sie wollen endlich einen ÖPNV haben. Und das wäre auch gut so. Na, wir werden sehen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und da müssen wir alles gemeinsam betrachten. Und ich finde, die Reflexion, wie die Ampel hier auch aufgetreten ist, zu sagen, wir überlegen, wie wir Sharing-Dienste, wie wir Fahrrad miteinander verbinden können, wie wir den Fußgängerverkehr sicherer machen können, das ist die beste und die schönste Verkehrsart in Berlin. Aber die müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, auch sicherer machen. Wir wollen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen ein ÖPNV für alle.
wo sich auch Millionäre wohlfühlen, wo auch im ländlichen Raum Menschen sozusagen in den ÖPNV einsteigen können, wo jemand, der wenig verdient, auch die Möglichkeit hat, mitzufahren. Wir wollen ein Familienticket haben, wir wollen ein Sozialticket haben. All das haben wir beschlossen. Und ich hoffe, dass auch die Bundesländer, mit etwas Demut an dem gemeinsamen Projekt arbeiten. Und da hilft es nicht, den Menschen, so wie sie es hier als Union gemacht haben, permanent diese Unsicherheit einzureden. Das Deutschland-Ticket muss es weitergeben, ein einfaches Ticket, 49 Euro, nach Möglichkeiten lange Bestand haben wird. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben haben, dass wir gerade in unsicheren Zeiten den Menschen Sicherheit geben und gemeinsam am Strang. Sie wissen genau, dass wir die Infrastruktur nicht so schnell sanieren können. Das geht eigentlich manchmal ganz baufachlich nicht. Gucken Sie einfach mal in Bayern, wie schnell das geht mit dem Schienenausbau. Ich nenne da nur das Münchner Projekt, die zweite Stammstrecke. Da können Sie ja noch so viel reden im Deutschen Bundestag. Dieser ÖPNV in München wird dadurch nicht schneller. Und da hat die bayerische Staatsregierung auch eine Verantwortung. Lassen Sie uns gemeinsam bauen, den Menschen Sicherheit geben, ein gutes Deutschland-Ticket auf den Weg bringen, das noch verbessern. Und das, es wäre auch gut, wenn die Verkehrsminister nicht nur mit der Presse miteinander reden, sondern auch mit dem Bundesverkehrsminister reden, auch mit dem Deutschen Bundestag in Austausch treten und dass wir dann eine vernünftige Grundlage schaffen für den ÖPNV, der für alle bezahlbar, attraktiv und sicher ist, sodass jeder gerne ÖPNV fährt. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die Debatte zur Aktuellen Stunde und ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich zu den Tagesordnungspunkten.